Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer VH80 mit ein paar Verkaufsvideos für euch. Ja, ich habe jetzt beschlossen, einige Steelbooks, ein paar mehr Steelbooks auszusortieren. Mediabooks sind aussortiert, Full Sleeve Editionen aussortiert, also Figuren, Collector Editionen ausverkauft. Wirklich extrem viele Sachen dabei, die auch wirklich rar sind. Ich unterteile es halt auf mehrere Videos, einfach aus dem Grund, weil es einfach zu viel ist, denn ich habe irgendwie echt die Lust am Sammeln verloren, gebe ich offen echt zu. Und deswegen will ich jetzt mich vor einigen Sachen trennen, die ich wirklich wahrscheinlich nie wieder angucken werde. Und von daher fange ich jetzt einfach an mit den Steelbooks. Da sind nämlich insgesamt 100 Stück, die ich verkaufen werde. Seltene Sachen dabei und natürlich auch recht normale Sachen dabei. Und wie es immer so ist, einfach mich anschreiben. Aber bitte nicht unter diesem Video, sondern auf meiner E-Mail-Adresse vh80@gmx.de einfach mich anschreiben und dann könnt ihr auf jeden Fall mir alles schreiben, was ihr haben möchtet. Am besten immer den Titel von dem Film natürlich, damit ich auch genau weiß, was ihr dazu gemeint habt. Ja, Bezahlung ist natürlich per PayPal möglich und natürlich auch per Überweisung. PayPal aber nur als Freunde und ich verschicke am liebsten eigentlich nur versichert, also versichertes Paket 5,99 oder eben 4,99 oder natürlich wer es gerne haben möchte, auch unversicherter Versand, aber da bleibe ich ganz ehrlich, wenn es verloren geht, dann seid ihr dasselbe schuld, dann kann ich es dagegen machen, aber jeder darf es natürlich selber entscheiden. Versandkosten kommen eigentlich überall dazu, außer natürlich, ihr nehmt mir so viel ab, dass ich wirklich euch das dann schenken kann und dann wird das natürlich auch gemacht. Auch ein bisschen Rabatt kann ich auch ein bisschen geben, wenn ihr mehr nimmt. Aber jetzt schaut es euch erstmal an. Ich werde nicht viel über diese ganzen Filme sprechen. Ich sage einfach, was ihr für einen haben will und dann geht es gleich weiter zum nächsten. Und dann folgt in demnächst dann gleich das Video zu den Mediabooks, zu Collector Editionen, zu Full Sleeve Editionen, zu Serien und. Also da gibt es auf jeden Fall jetzt recht viel Videomaterial von mir, was ich verkaufen möchte und bitte, wie gesagt, alle mich per E-Mail anschreiben und schon könnt ihr dann mit mir alles dann persönlich klären und so ist es am einfachsten, bevor wir hier ewig viel Kommentare schreiben müssen bei YouTube. Ja, wir fangen einfach mal an mit den Steelbooks und wir fangen gleich mal an mit American Psycho, das Steelbook von Zavi und dafür möchte ich gerne 12 Euro haben. Hier ist aber auch gleich mit die deutsche Disc mit dabei, also die englische Disc und die deutsche Disc ist mit dabei für 12 Euro. Hat wie gesagt auch keinen deutschen Ton, die englische Disc. Dann als nächstes ein recht aktueller Film, nämlich Aufbruch zum Mond in der Steelbook-Version. Und dafür noch gerne noch 18 Euro. Natürlich, deutscher Ton ist hier vorhanden. Als nächstes habe ich ein Komplettpaket. Die verkaufe ich nur komplett, also hier gibt es kein nichts anderes, und zwar einmal hier das Steelbook von Bill & Ted's Verrückte Reise durch die Zeit. Einmal mit der deutschen Blu-ray-Disc mit dabei und einmal dann das deutsche Mediabook zum zweiten Teil. Und dafür möchte ich noch gerne insgesamt 25 Euro haben für diese drei schönen Filme. Als nächstes geht es hier weiter mit Brasil. Dafür hätte ich gern pro Stück 5 Euro, also egal was für eins, 5 Euro kostet euch eins davon und guter Preis. Natürlich überall sind natürlich die Banderolen mit dabei, ist natürlich völlig klar. Die tun wir immer extra aufheben, aber die sind auf jeden Fall auch für euch natürlich auch mitgeschickt. Das nächste Steelbook ist Carrie aus England, glaube ich, auch ein Future Pack. Auch dafür hätte ich gern noch 5 Euro, hat auch einen deutschen Ton. Als nächstes gibt es ein weiteres Komplettset und zwar die komplette, fast komplette Chucky-Reihe. Einmal hier Chucky 1, dann das Chucky 2 Steelbook, das Chucky 3 Steelbook und Chucky und seine Braut. Und für die vier Filme möchte ich gerne noch 60 Euro haben, einfach aus dem Grund, weil auch hier auch dann eine Blu-ray mit dabei ist mit deutschen Ton. Von Child's Play, es ist alles auf komplett mit deutschem Ton dabei und für diese vier Filme, zumindest fünf Filme, möchte ich gerne 60 Euro haben. Aber wie gesagt, man kann auch mich mal anschreiben und wenig verhandeln. Gut, das nächste ist dann hier Der Nebel von Stephen King in der Erstauflage mit diesem schönen blauen Balken und dafür noch gerne 5 Euro.
Weiter geht's mit den zwei Filmen Dead Snow 1 und Dead Snow 2 und dafür noch gerne 10 Euro. Dann habe ich hier Die Wiege der Sonne oder Rising Sun mit Sean Connery und Wesley Snipes und dafür noch gerne noch 5 Euro. Auch mit deutschen Ton gemerkt. Weiter geht's hier mit Die Klapperschlange von John Carpenter von Birnenblatt und dafür noch gerne noch 10 Euro. Richtig geguckt? Ja, 10 Euro, perfekt. Weiter geht's dann mit Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen und dafür hätte ich gerne noch 5 Euro. Als nächstes haben wir hier Der letzte König von Schottland, auch von Zavi, auch mit deutschen Ton für 5 Euro. Und weiter geht's mit Das Schweigen der Lämmer, ebenfalls für 5 Euro, hat aber keinen deutschen Ton. Dann geht es weiter mit Die Mächte des Wahnsinns mit Sam Neill und von John Carpenter und dafür hätte ich gerne auch noch 5 Euro. Weiter geht's mit einer Zavi Steelbook und zwar Die Maske des Zorro, auch dafür hätte ich gerne noch 5 Euro. Und dann haben wir hier noch Death Race 1 und Death Race 2. Auch hier nur komplett zu verkaufen für 5 Euro. Und hier ist auch noch dann die deutsche Uncut DVD-Version mit dabei in der, zum zweiten Teil. Also auch hier alles komplett. Wie gesagt, für 5 Euro. Dann haben wir noch die Mumie mit Tom Cruise. Und dafür doch gerne noch 10 Euro. Weiter geht's mit Flatliners. Das Originalfilm für 8 Euro. Und dann haben wir hier Fight Club. Ein Future Pack ist, glaube ich, aus, wo kommt es hier? Aus Italien, glaube ich, müsste es sein. Moment. Ja, aus Italien. Hat aber auch einen deutschen Ton. Wie gesagt, ein Future Pack. Und dafür doch gerne noch 10 Euro. Und weiter geht's mit G-Force Agenten mit Biss. Dafür noch gerne noch 5 Euro. Und dann haben wir noch Gods of Egypt. Das ist ein richtig schönes Steelbook, kommt aus Italien. Hat leider keinen deutschen Ton dabei, aber die deutsche Disc ist hier schon mit enthalten, habe ich schon reingepackt. Natürlich die Original-Discs sind auch mit drin, ist natürlich klar. Und dafür noch gerne noch 20 Euro. Ohne noch hier Hercules mit Dwayne Rock Johnson. In der 3D-Steelbook hätte ich noch gerne noch 10 Euro. Ja, das ist schon mal der erste Stapel gewesen. Und der nächste folgt zugleich. Kleine Verschnaufspause für euch. Und zwar, es geht hier gleich weiter mit ein paar weiteren schönen Sachen. Dann habe ich hier Children of Man, das Zavi-Steelbook. Auch dafür hätte ich gerne noch 10 Euro. Dann geht es weiter mit Jupiter Ascending in der 3D-Version. Hätte ich auch noch gerne 10 Euro. Dann haben wir hier Jennifer's Body im Future Pack für 5 Euro. Jumper ebenfalls für 5 Euro. Und Kiss and Kill ebenfalls 5 Euro. Dann haben wir hier die Killing Season mit John Travolta und Robert Niro für 8 Euro. Dann haben wir hier King Arthur für 15 Euro in der 3D-Steelbook. Dann haben wir hier Land of the Dead, das Quer-Steelbook. Dafür hätte ich noch gerne noch 5 Euro. Lord of War im Future Pack und dafür hätte ich noch gerne noch 10 Euro. Dann haben wir Live by Night mit Ben Affleck. Auch dafür noch gerne 5 Euro. Mulholland Drive, das Zavi-Steelbook für 15 Euro. Minions für 10 Euro. Das 12 Euro lässt einfach weg. Kostet 10 Euro noch. Dann haben wir Malavita mit Robert De Niro. Ist aus Frankreich das Steelbook, hat aber auch keinen deutschen Tonspur, aber die deutsche Disc ist hier schon mit dabei und dafür noch gerne noch 5 Euro.
Als nächstes haben wir noch Max Payne von Zavi für 15 Euro. Leider keinen deutschen Ton dabei. Doch, ist mit deutschem Ton dabei. Entschuldigung, ist mit deutschem Ton. Und dann tun wir rumdrehen. Und dann geht es hier weiter mit Noah, dem 3D-Steelbook. Und dafür noch gerne noch 10 Euro. Dann haben wir hier Pakt der Rache mit Nicolas Cage für 5 Euro. Platoon von, mit Future, als Future Pack für 5 Euro. Dann haben wir ein Komplettpaket und zwar einmal hier Paranormal Activity 1 im Steelbook, dann Paranormal Activity 2 im Steelbook und einmal den dritten Teil im Steelbook und einmal hier die deutsche Amoray. Leider gab es davon keinen weiteren Steelbook mehr. Und für die alle komplett möchte ich gerne noch 60 Euro haben. Und dann geht es weiter mit Pans Labyrinth mit dem Zavi Steelbook. Einmal, das schaut hier so aus und so aus. Und dazu gibt es die deutsche Disc auch nochmal dazu. Und dafür hätte ich noch gerne 15 Euro. Und dann haben wir noch das original verpackte Robocop Zavi Steelbook. Und dafür noch gerne noch 20 Euro. Ist wie gesagt noch original verpackt. Und dafür noch 20 Euro. Und dann haben wir noch Red Scorpion mit Dolph Lundgren und dafür auch noch gerne noch 10 Euro. Ja, und jetzt kommen wir schon zum letzten Stapel. Es geht doch recht zügig, aber ich will auch nicht so lange auf die Folter spannen. Und da geht es weiter mit den Duncan Jones Editionen. Da ist Source Code dabei und Moon mit dabei. Und für dieses Steelbook noch gerne 5 Euro. Dann gibt es ja auch wieder ein Komplettpaket und zwar mit Sherlock, die komplette Serie von, oh Gott, England sind diese Steelbooks, glaube ich, hier. Die war auch schweineteuer, vor allem wie hieß es denn? Das Steelbook von der Pride auf jeden Fall war schweineteuer und deswegen kann ich euch die leider nicht so günstig geben und ich möchte für diese 5 Steelbooks gerne 160 Euro haben. Für wenige kann ich es leider nicht hergeben, denn ist noch wie neu, ja, nie benutzt. Die ganzen Discs haben ja natürlich keinen deutschen Ton, bis auf natürlich die 4. Staffel. Aber wie gesagt, hier komplett in diesen schönen Steelbooks für 160 Euro. Dann haben wir noch ein paar weitere Steelbooks, auch hier noch Serpigo mit El Pacino. Ohne deutschen Ton, original verpackt noch für 5 Euro. Dann haben wir Smoking Aces, haben wir noch für 5 Euro. Dann spiel mir das Lied bis zum Tode, hier in dieser Slip-Variation von Zavi. Und dafür hätte ich noch gerne noch 25 Euro. Natürlich auch in Schutzhülle verpackt. Dann haben wir Tombstone für 5 Euro, ebenfalls mit deutschen Ton. Weiter geht's dann mit Three Kings für 5 Euro. Und dann haben wir hier Teen Wolf 1 in der Steelbook-Variation. Und auch hier ist auch dann die deutsche Disc mit dabei, Teil 1 und Teil 2 für insgesamt 20 Euro komplett. Und dann haben wir hier noch die unheimliche Begegnung der dritten Art. Auch hier ist schon die deutsche Disc mit dabei und dafür auch noch gerne noch 20 Euro. Als nächstes haben wir hier Volcano. Das kostet für euch bei mir 10 Euro. Und dann haben wir hier noch was nicht passt, wird passend gemacht im Future Pack. Und da hätte ich gerne noch 5 Euro dafür. Dann als weiter gibt es hier noch Warte bis es dunkel ist und der Umleger, das Steelbook von Amazon, dafür noch gerne noch 5 Euro. Ja, Zombie Bieber, meine allererste Review, wo ich gemacht habe, das habe ich nie wieder angeguckt und werde ich auch nie wieder angucken, dafür auch noch gerne noch 5 Euro. Dann haben wir Zeit der Wölfe, original verpackt noch für 5 Euro. Und dann noch einmal hier diese zwei Steelbooks
Für 50 Euro aber halt euch fest, nein, es sind auch die deutschen Discs auch noch mit dabei, also hier ist auch alles komplett für 50 Euro. Und dann noch ganz zum Schluss die 7 Psychos noch für 5 Euro. Und ja, das waren schon mal die Steelbooks, wo ich euch hatte. The Man with the Iron Fist habe ich auch noch da für 15 Euro. War, glaube ich, ohne deutschen, mit deutschen Ton, glaube ich, sogar mit der, glaube ich. 15 Euro für The Man with the Iron Fist. Ja, das waren die ganzen Steelbooks, die ich jetzt verkauft habe. Und ich gucke jetzt mal, wie das Video geht. Ansonsten geht es dann gleich weiter mit den Mediabooks und mit den Fullslips. Ansonsten gibt es ein neues Video als nächstes jetzt gleich mit den ganzen Mediabooks. Bleibt einfach dran und wartet, was so alles für euch kommen wird. Ja, wie gesagt, schreibt mich bitte per E-Mail an. Hier nochmal eingeblendet, vorhesen80@gmx.de und dann gebe ich auf jeden Fall euch direkt Antwort, wenn ich halt eben Zeit habe, das zu machen. Ja, das war's von mir erstmal und dann bis gleich beim nächsten Video.